Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und unser Thema heute: Wie schneide ich die gelbe Two-Timer Himbeere gelbe Sugana? Nun, die Two-Timer Himbeeren, das ist ja das Konzept, dass es Himbeeren sind, die zweimal tragen. Einmal an den diesjährigen, einjährigen Ruten und dann ein zweites Mal sozusagen an den zweijährigen Ruten. In der gleichen Saison, also zweimal zunächst, im Juni, Juli an den zweijährigen, letztjährig gewachsenen Ruten und dann nochmals im August, September an den diesjährigen Ruten. Dieses Konzept sieht man jetzt besonders gut hier an der Two-Timer Himbeere Gelbe Sugana. Sie sehen hier im oberen Teil die Sugana voll von Früchten, wunderbar, und unten ist sie leer. Das ist die typische Architektur einer Two-Timer Himbeere. Sie trägt jetzt an den diesjährig gewachsenen Ruten. Wie wird sie geschnitten? Ganz einfach. Im Frühjahr, Ende Februar, schneiden wir alles, was Früchte getragen hat. Alles, wo wir noch so Zapfen sehen, vertrocknete solche Zapfen sehen, die bleiben nämlich am Strauch hängen. Überall dort, wo wir solche vertrocknete Zapfen sehen, von der diesjährigen oder letztjährigen Ernte, schneiden wir alles im Februar weg. Also schneiden sie ungefähr hier ab. Und im unteren Teil werden wir dann Seitentriebe haben, die sich entwickeln und damit auch eine Ernte im Juni, Juli an den zweijährigen Ruten. Daher der Name Two-Timer-Himbeere. Besonders geeignet sind die Two-Timer-Himbeeren für kleine Gärten, für Terrasse, Balkon, im Topf, weil man eben auf kleinstem Raum zweimal ernten kann. Achten Sie auch beim Schnitt darauf, dass Sie vor allem auf junge Ruten gehen, junge Ruten, die spät draufgekommen sind, nur im obersten Teil oben tragen und daher dann noch einen großen freien Bereich haben, wo Sie nächstes Jahr im Juni, Juli Früchte tragen können. Das waren ein paar Informationen zum Schnitt, zur Erziehung von Two-Timer Gelbe Sugana, wie immer. Diskutieren Sie mit unten in den Kommentaren. Glauben Sie nicht alles, was ich Ihnen erzähle, und gärtnen Sie weiter.